Hallo und herzlich willkommen auf Susis Cooking-Kanal. Heute gibt es wieder was Herzhaftes und zwar gibt es Gemüse-Blätterteig-Muffins. Solltet ihr an mir jetzt noch irgendwo Grashalme oder sonst irgendwas keuchen oder fleuchen sehen, liegt es einfach daran, dass ich vor einer halben Stunde noch am See gelegen bin, bei herrlichstem Wetter. Und ja, jetzt komme ich heim und denke mir, was kocht man heute noch, was gibt es nur ein bisschen? Und jetzt habe ich Gemüse-Blätterteig-Muffins gefunden und die dachte ich, die muss ich jetzt mitfilmen. Habe jetzt nur kurz ein bisschen einen Lippenstift drauf, das muss jetzt reichen, weil ich denke, ihr wollt die auch sehen. Und ich habe noch Blätterteig, ich habe alles da, so gut wie alles da und die werde ich jetzt machen. Ihr braucht dafür eine Rolle Blätterteig, 30 Gramm getrocknete Tomaten in Öl abgetropft, 300 Gramm Zucchini in Stücke, 100 Gramm Creme Fraiche, 2 ganze Eier, 20 Gramm Sonnenblumenkerne, 100 Gramm Bergkäse oder Gouda, ich habe jetzt Mozzarella, da hatte ich jetzt keinen anderen, einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer und 12 Sherrytomaten. Vorbereitet habe ich den Blätterteig. Den habe ich von der Rolle natürlich raus, habe ihn ein bisschen noch ausgerollt, dass er ungefähr so 30 auf 40 cm war und habe dann 12, so 10 mal 10 Quadrate rausgeschnitten und habe die in eine gefettete Muffinform gelegt. Ihr seht schon, nicht ganz gleich, aber sollte passen. Und mein Backofen, der läuft schon auf 200 Grad. Ober- und Unterhitze gebacken wird in der mittleren Einschubhöhe. Ich mache die Blätterteig-Muffins, Gemüse-Muffins jetzt schon, obwohl wir sie ein bisschen später erst brauchen, weil einfach auch im Rezept steht, dass man die gut kalt essen kann. Und darum möchte ich das jetzt bei der Hitze, glaube ich, lieber kalt. Los geht es mit den getrockneten Tomaten. Was ich jetzt noch extra dazu habe, ihr seht es hier drin schon liegen, eine kleine Knoblauchzehe, die muss einfach mit rein. 300 Gramm Zucchini, da habe ich jetzt hier die gelbe. 100 Gramm Creme Fraiche. 2 ganze Eier. 20 Gramm Sonnenblumenkerne, der Käse und ein halber Bund Basilikum abgezupft. Das ist ja immer so eine vage Angabe. Ich habe einen, der hat so ganz kleine Blättchen. Da habe ich einfach so ein paar Scheppeln abgeschnitten. Ihr seht, das kommt alles auf einmal in den Mixtopf, halt einen Teelöffel brauche ich schnell. Es kommt nämlich ein Teelöffel Salz dazu, ein halber Teelöffel Pfeffer und das war's auch schon. Das Ganze wird jetzt zusammen 3 Sekunden auf der Stufe 6 zerkleinert. Schon kurz, gell? Hallo? Ich würde sagen, das hat ausgereicht. Davon kommen jetzt in die Muffinförmchen jeweils 1,5 Esslöffel ungefähr. Also ich werde halt jetzt die Masse einfach aufteilen. Was mir da jetzt tatsächlich gut gefällt, ist, dass es nicht so vermatscht ist. Dass es wirklich noch einzeln die Gemüsesorten zum Erkennen sind. Ich habe die ganze Masse aufgebraucht und es ist sich auch richtig schön ausgegangen. Und darauf kommen jetzt auf jedes der Muffins noch eine halbierte Sherrytomate. Ich habe auch noch so Crunchy Topping und auch davon möchte ich noch ein bisschen was da drüber machen.
Da sind nämlich so Röstzwiebeln drin, getrocknete Tomaten und ein paar Gewürze. Und die gebe ich auch noch oben drüber. Einfach auch für die Optik. Müsst ihr aber natürlich nicht. Aber ich denke wirklich, das passt ganz gut. Das ist von Spice Bar eigentlich das Crunchy Brot Topping, falls ihr danach fragt. Die Tomaten muss ich noch halbieren. So schaut das jetzt aus und die Ecken, die jetzt hier so ein bisschen überstehen, die sollen wir nach innen klappen. Das machen wir. Und dann werden die Muffins für 30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in der mittleren Einschubhöhe gebacken. Die Blätterteig-Gemüsemuffins sind jetzt fertig. Bei mir waren sie 3 Minuten länger drin. Und schaut mal her, so schauen sie aus. Doch richtig lecker, oder? Also ich würde sagen, die können sich, sind noch knülleheiß, wirklich auf jedem Buffet oder Abendessen oder egal auf welchem Teller sehen lassen. Eine schöne Idee. Freut mich jetzt, dass ich mitgefilmt habe und dass ich es euch auch gezeigt habe, weil die sind mit Sicherheit lecker und wirklich schön vorzubereiten. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Servus und für's euch.